Jo, hallihallo Leute, hier bin ich mal wieder und ich habe mir jetzt überlegt, öfter mal so ein kleines Video zu machen, ein Audio-Video muss man ja sagen, wo ich einfach mal mir einen Kaffee mache und so überhaupt die Atmosphäre mit aufnehme. Letzte Mal habe ich ja die Memo-App genommen von Apple und habe das mit dem Shure gemacht. Diesmal habe ich die Shure-App selbst und habe die beste Qualität genommen, also 24 Bit bei 48 Kilohertz. Und weil mich interessiert einfach, ob man auch im Video dann merkt, dass man die bessere Qualität hat. Vor allem, wenn das Ding dann auf dem Tisch liegt oder so und ich bin mal kurz weiter weg oder sowas. Ja, und deshalb nehme ich jetzt einfach auf. Im Hintergrund läuft meine Musik mal wieder. Was eigentlich einzig und allein daran liegt, dass ich halt nicht irgendwelche andere Musik abspielen kann. Also nicht, dass ihr alle denkt, der hört nur seine Musik. Ganz so ist es nicht. Aber auf dem Video geht das natürlich nicht. Da kann ich ja keine andere Musik nehmen. Dann wird das Video ja sofort wieder gesperrt. Also nehme ich meine eigene Musik. Da kann nichts passieren. Ja, nur das mal zur Info. Ja, muss man ja auch erklären, sonst denken die Leute noch, boah, ja, bei dem läuft nur seine eigene Musik. Nee, so nicht. So, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee und dann esse ich Kuchen. Ist natürlich jetzt nicht gerade. Achso, ich brauche noch, seht ihr, ich brauche jetzt noch ein Kaffeepad. Es ist auch alles so ein Test von dem Mikro, finde ich. Dass man einfach mal mitkriegt, wie das Mikrofon so arbeitet. Bei der Qualität auch, die ich eingestellt habe. Jetzt versuche ich gerade hier noch neue Kaffeepads. Auch noch ein Kaffeepad. Und dann kann es losgehen. Aber ja, habe ich geschafft. So. Reißen wir das mal auf. Einen Kaffee, den brauche ich noch. Den zweiten habe ich noch in der Dose. Also hoffe ich mal. So. Ja, was kann ich erzählen? So viel passiert hier in Mannschuh nicht. Ich hoffe, euch geht es allen gut, die das Video halt hören. Mir geht es eigentlich auch ganz gut. Mir macht das einfach Spaß. Oh, es wären doch noch zwei in der Dose gewesen. Na gut. Kann man ja nicht wissen. Hätte ich ja doch keins aufmachen müssen. Naja, so ist das Leben. So ist das Leben eben. Naja, macht ja nichts. So, zwei Kaffeepads drin. Jetzt mache ich noch etwas Wasser rein. Wasser, Wasser, Wasser. Jo, wie gesagt, das ist jetzt hier die gute Qualität. Die beste Qualität von der Shure-App. Ich bin echt begeistert von dieser Shure-Motiv-App, weil ich mit dieser App ja auch das Audiomaterial in Video umwandeln kann. Und das dann für euch hochladen kann. Das finde ich ganz cool. Ja, warum ist für mich Audio schöner? Einfach deswegen, weil ich brauche mir keine Gedanken machen, wie die Lichtverhältnisse sind. Ja, ihr wisst ja, wenn man mit der Kamera filmt, da muss ja alles irgendwie stimmen. Ja, da muss ja das Licht richtig stimmen und bla bla bla. Und gut, bei einer Weitwinkelkamera ist das Gute, man richtet die Linse auf ein und dann sieht man halt was, aber es ist trotzdem, mit der Optik habe ich es halt nicht so durch meine Blindheit und von daher ist es ganz gut, diesen Weg zu gehen. Ist natürlich für einen Sehenden ein bisschen merkwürdig, der denkt sich natürlich, na toll, habe ich nichts zu sehen. Aber gut. Ich sag mal, das ist immer noch besser, als wenn man keinen Ton hat und nur Bild. Ja. Wie früher bei den Stummfilmen, ne? Obwohl da lief dann kam ja die Zeit, wo irgendwann so Musik drunter lief, aber
Trotzdem, also hier ist es halt so, dass ihr kein Bild habt, aber dafür Ton. Mein Gequatsche ab und zu, das Miauzen von der Mia hier. Hier ist die Mia gerade, die wieder gestreichelt werden. Und ja, aber so ist es. Ne? So ist das. So ist das alles. Ich quatsche euch heute einfach mal ein bisschen voll. Ja. Das Schöne an meinen Quatschvideos ist ja, dass nichts geschnitten ist. Also alles ist so live, wie es halt ist. Ja. Ich schnippel nicht in meinen Worten rum. Manche machen das ja. Das merkt man halt daran, dass das dann extrem hektisch und extrem schnell klingt. Also die Schnitte sind dann meistens so, dass man denkt, boah, dabei redet er gar nicht so nervend, sondern es wird einfach so zusammengeschnitten. Und das finde ich aber, ich finde es einfach besser, wenn man etwas live richtig macht. Und ja, so ist das halt. Ja, Mia schnurrt hier rum. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wasser ist bereit. Jetzt können wir auch den Kaffee machen. Das machen wir einfach. So. Dann schaue ich jetzt mal wegen den Kuchen. Kuchen. Obstkuchen. Ja. Ein Stückchen reicht ja. Ja. So. Da haben wir ein Stückchen. Übrigens nochmal ein Kompliment, das hat meine Ex-Freundin Eda gemacht, diesen Kuchen, diesen Obstkuchen. Wir sind ja sehr gute Freunde geworden und das finde ich sehr gut. Das nur mal so zur Information. Und sie macht wirklich super Kuchen. Ich bin noch da. Brauche aber einen kleinen Teller jetzt. Hallo. Wieso ist ein großer Teller bei den kleinen Teller drin? Das geht ja gar nicht. Ja, ihr seht also, so ist mein Leben hier, mein Haushalt. Alles ein bisschen einsam hier. Aber so ist das halt. So, Teller Kuchen haben wir auch hier. So. Dann bringe ich jetzt erstmal den Kuchen rüber. Ich bin gleich wieder da. Obwohl ich kann ja, genau, ich nehme mal das Teil mit hier, das Mikro, damit es für euch nicht langweilig wird. Ja, also das ist hier ein leckerer Obstkuchen. Kleines Stückchen am Mittag. So, jetzt laufen wir zurück und holen den Kaffee. Ja, so ist das. Und dann kriegt ihr nochmal einen schönen Eindruck von dem Mikro in der besseren Aufnahmequalität. So, jetzt lege ich das Handy, das iPhone hin und werde erstmal den Kaffee, den Petthalter ausleeren. So. Ja. Dann tue ich das hier rein. Wasser ausleeren, wie gesagt. So, ich mache das auch schon aus. So, dann Kaffee und dann das iPhone 6. Ja, mein altes iPhone 6. So, und dann laufe ich erstmal durch den Flur ins Wohnzimmer hinein. Aha, was läuft? Lass uns Liebe machen. Na, es ist ja wieder typisch. So, auf jeden Fall werde ich jetzt öfter sowas mal hochladen, so eine Kaffeerunde mit mir alleine. Vielleicht kann ich auch mal wieder ein Treffen hochladen. Wenn mal wieder jemand kommt, dann hören wir auch im Hintergrund meine Musik, damit es nicht irgendwie... Und dann, ja, ist schon krass, Leute, dass man wirklich aufpassen muss, was man hier laufen lässt, aber so ist das halt. YouTube ist da, ich weiß nicht, das ist so ein Algorithmus, der dann gleich feststellt, was für eine Musik das ist oder diese Wellenform oder was und dann zack. Ja, so ist das.
Deshalb, wie gesagt, läuft hier mein Zeug. Ja, geht natürlich auch an andere YouTuber, wenn ihr Musik braucht, die ihr irgendwie für irgendwas im Hintergrund verwenden könnt, könnt ihr das Zeug von mir ruhig nehmen. Da sagt keiner was. Ja. Ist jetzt zwar nicht eine extrem gute Aufnahme, Technik, Studiotechnik, Musik, also Musik, aber wenn man mal Musik zum Testen braucht, für irgendeinen Lautsprecher oder so, dann kann man das ja, das Zeugs ja auch nehmen. Ich meine, um den Leuten zu zeigen, so klingt der Lautsprecher, reicht das ja. Also, so. Ja. Achso. Das ist vielleicht nicht so lustig. Ich werde das Mikro mal hier hin, das iPhone hier hinstellen. Legen. Ja. Wir haben den 2.9. Heute ist der 2.9. Also. Und ja. Es ist ein schöner Sonntag. Deswegen eine kleine Kaffeerunde hier. Musik vielleicht mal ein bisschen lauter, damit wir ein bisschen. So. Genau. Ja. So lässt sich so leben. Ah, jetzt kommt das Lied 90er Zeit. Ja. Hier ist gerade die Mieze bei mir. Mieze heißt sie. Also es ist nicht nur eine Mieze, sondern sie heißt auch Mieze. Ja, ja, eine Mieze mit Namen Mieze. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Frechdachs ist, mein Blackie. Vielleicht er hat sich irgendwie schlafen gelegt oder so. Ja, ich habe ja drei Miezen. Das ist die Mia. Die Mia ist 6 Jahre alt. Und Blackie und Mieze sind Geschwister und die sind etwas über 1 Jahr alt. Und sind eigentlich ganz liebe Katzen. Auch Blackie ist lieb. Blackie ist halt ein bisschen wild, so ein bisschen, der will halt immer irgendwie spielen. Und der ist halt auch ein junger, wilder Kater. Na, wild ist er nicht, aber, also wild in dem Sinne jetzt nicht, aber einfach ein bisschen, ihr wisst schon, was ich meine, verspielen. Mieze ist eher so ein bisschen zutraulich, also ein bisschen, sie braucht immer eine Weile, bis sie zutraulich wird und so. Und jetzt liegt sie hier gerade auf der Couch und ja. Mieze ist sehr zierlich. Mieze und Blackie sind schwarz, sind zwei Schwarze. Und die Mia ist so ein bisschen, was hat man mir gesagt, so rötlich, bräunlich. Also, weiß ich, kann ich jetzt nicht beschreiben, irgendwie müsste man mal sehen. Aber auf jeden Fall, so ungefähr sehen die aus. Der breiteste ist natürlich Blackie, der isst auch gerne, ein bisschen so wie ich. Mia, ja, die ist schlank, aber geht. Mieze ist halt, wie gesagt, die zierlichste von allen. So. Und jetzt lässt sie sich gerade von mir streicheln, die Mieze. Ja, Mieze? Jetzt hat sie genug, jetzt geht sie. Das finde ich ja schön an Katzen, dass sie so einen eigenen Kopf haben. Da draußen hört dieses Jahr, da wird gespielt, Arense. So, dann werden wir mal ein Stück von dem Kuchen essen. Obstkuchen. Im Hintergrund spielen die Katzen. Weiter. Na komm. Oh.
Rudermann. Lass die anderen reden, ja. Mach ich. Küss mich, ne? Halt mich fest. Du fehlst mir. Der. 90er Style. Dieses Lied hier, die Frau an meiner Seite übrigens, also das ist, findet ihr unter die Frau an meiner Seite digital, diese Version, das hat schon über 600 Aufrufe. Finde ich echt gut. Also gerade weil es auch so meinen Wunsch beschreibt und so und ja. Wie auch immer. Ja, genau. Ich brauche eine Frau, einen schlichten Seifen für mich da als Topf. Nur ich such dich und ich weiß, ein bisschen schöne Musik hören. Naja, schöne Musik. Die Frau an meiner Seite. Die Frau an meiner Seite. Die Frau an meiner Seite. Ich würde jetzt lieber im Hintergrund ein Star Wars Hörspiel hören, aber ich glaube, das darf ich nicht. Ah ja, richtig. Mit vollem Mund soll man ja nicht. So. So, ein Stück Kuchen Reis. War wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt wasche ich erstmal den Teller ab. Ich gehe kurz raus. Ihr könnt ja Musik lauschen. Ja, so kann man halt mal wirklich ein Gerät testen, also vielmehr ein Mikrofon oder vielleicht mache ich das auch nochmal mit meinen Aufnahmegeräten. Ich habe ja ein paar Olympus-Geräte, dass ich dann einfach mal mit dem ein oder anderen Olympus-Gerät so etwas aufnehme und für euch hochlade, damit ihr mal hört, wie die so klingen, wie die sich so machen, wie zum Beispiel den LSP4, das ist ja der neueste, oder der DM770 oder auch ja, der LSP2 klingt nicht viel anders. Und, oder der DM670, den gibt es auch noch. Den habe ich auch noch. Dann habe ich mir den LS100 damals geholt und den LS14. Ja, Aufnahmegeräte ist halt eine schöne Sache.
Es ist einfach schön, Erinnerungen festzuhalten. Und deshalb nehme ich diese Sachen hier auch mit, wie diese Kaffeerunden, die ich mache mit mir selbst, um euch einfach mal zu zeigen, wie die Atmosphäre hier in dieser Wohnung ist. Und ja, dass ich mich auf jeden Fall nach Zweisamkeit sehne. Ich denke, das kommt, hoffe ich, ganz gut rüber. Gut, jetzt kommt ein Weihnachtslied von mir, das lade ich später hoch. Gibt es also auch noch, ich denke mal, das will ich Anfang Dezember hochladen. Die Frau meines Lebens, nee, das will ich jetzt nicht hören. Ich liebe dich, nee, das will ich jetzt auch nicht hören. Genau, das möchte ich jetzt hören. Du bist mein Ein und Alles. Jo, ein Lied für meine zukünftige Frau, wo auch immer und wer auch immer sie ist. Jeden Tag an dich, wenn du dich, bin ich ein ganz anderer. Hier in manchen, ja. Ich weiß nicht, ob man viel von der Atmosphäre kriegt, wahrscheinlich nicht so viel, aber ich kann ja mal, genau, das mache ich mal, ich kann ja mal zum Balkon gehen und euch ein bisschen Atmosphäre einfangen, mal gucken, ob mir das gelingt, den Wind hört man bestimmt. Wind und ein paar Vögel vielleicht. Ja. Also auf jeden Fall kann man so Atmosphäre gut mitschneiden. Ist doch cool. Na, so ist das. Ja. Genauso ist das. Ach ja. Und das alles mit dem iPhone und einem externen Mikrofon. Ja. Das ist schon gut so. Und das Schöne ist, dass man es halt gleich intern bearbeiten kann, also gleich umwandeln kann im iPhone direkt und dann halt hochladen kann. Das finde ich ganz bequem. Ja, das ist ja beim Olympus ein bisschen anders. Da muss ich erst, da muss ich dann erst das auf den Computer ziehen und vom Computer dann, ja, entweder ich bearbeite das dann mit dem Computer oder halt, oder weiß ich gar nicht, da habe ich, für den Computer habe ich gar kein Programm, wo ich sowas in Audio umwandeln kann, in Video umwandeln kann, Audiomaterial, Video, aber mit dem iPhone, das finde ich schon sehr praktisch, dass es mit der Shure-App auch geht, das finde ich echt super, also da hat man echt mal was Gutes gemacht, vor allem die App ist umsonst, das finde ich auch ganz gut, die Shure-App, gut, das Mikrofon kostet halt ein bisschen was, aber dafür, wenn man es denn hat, ist es schon eine schöne Sache, wie ihr jetzt hört, und da kann man schon einiges machen. Ja, auch dieses Lied, ich liebe dich immer noch, ist ja mehrmals drin. Ich habe ja mehrere Versionen gemacht und diese Version, die ihr hier hört, die findet man unter Ich liebe dich immer noch digital. Und
September, glaube ich. Ja, dann gibt es jetzt meinen YouTube-Kanal. Wenn ich mich alles täusche, gibt es den jetzt schon 3 Jahre bald, ne? Irgendwie sowas. 3 Jahre. Wirklich eine Menge Spaß gehabt. Nochmal an alle danke, die mich da unterstützt haben, die die Videos geliked haben und die den YouTube-Kanal mit aufgebaut haben. Zum einen ist es der David, mein Kumpel David. Ja, dann gibt es noch einen, der mit mir die 3 Videos gemacht hat, der Jan, auch an dich ein Dankeschön. Und ja, viele andere, die halt immer wieder das geliked haben. Und ja, nochmal ein schönes Dankeschön. Oh, jetzt läuft da Musik, jetzt müssen wir aufpassen. Also auf jeden Fall, naja, ich hoffe nicht, dass da irgendwie jetzt, naja, das ist natürlich, wenn Leute mit Musik vorbeikommen von draußen, nicht so günstig. Naja, gut, dann beenden wir das jetzt mal, bevor noch mehr Musik hier kommt. 15.39 Uhr. Aufnehmen. Überschrift. Info. Einstellung. 2 MV8. Mikrofon. Eingangsmonitor. Noch etwas. Anhalten. Taste. Das war's und ich melde mich wieder, wenn ich mal wieder einen Kaffee koche oder einen Kuchen esse oder, ja, mal sehen, was noch. Macht denn die Katze da hinten? Keine Ahnung. Hörst du jetzt mal auf damit? Ja. Irgendwas macht die da. Schabt rum, aber was? Keine Ahnung. Naja, egal. Wir hören uns.